Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei den Heimatgeschichten aus Ismaning. Hier treffe ich heute die Vorsitzende des Kulturvereins Blue Art, die sich eine sehr kreative Bühnenform ausgedacht hat. Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute bei einem, ja man kann sagen, kreativen Multitalent hier in Ismaning, bei der Christiane. Christiane, du hast etwas ins Leben gerufen, das sich Cynical nennt. Mhm. Was steckt hinter diesem Namen? Also Cynical ist eine Kombination aus Cinema, also Kino, und Musical. Mhm. Und verbindet eigentlich unheimlich viele Sachen, die Spaß machen. Also man macht ein Musical, dabei wird gesungen und getanzt in bunten Kostümen. Und gleichzeitig hat man anstelle eines Bühnenbildes eine Projektion. Und es ist keine Projektion, die nur hinten auf einer Leinwand läuft, sondern die Projektion geht auf die Schauspieler drauf, sodass man in das Bild im wahrsten Sinne des Wortes eintaucht. Du kannst uns da auch was zeigen, gell? Ja, dass, genau. Dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, dass es ein bisschen greifbarer wird. Also wir haben versucht, dass die Bühne räumlich komplett mit Wellen und vor allem auch den bunten Korallen schön auszuleuchten. Da gibt es einmal eine Rückleinwand, mhm. Dann gibt es eine weiß eingekleidete Podestfläche, dann gibt es die Hauptbühne und davor gab es sogar noch eine Vorbühne, als wir es aufgeführt haben. Und dazu gibt es auch bewegliche Leinwände, die dann mit Seilen und entsprechendem Zügen auf und vor und zurück bewegt werden. Dann kann man zum Beispiel, wenn man jetzt von vorne ein Bild projiziert, die Wellen auf ein Tuch projizieren und auf diesem Tuch, vor diesem Tuch, ich zeige das mal kurz, vor diesem Tuch kann jemand stehen, mhm. Und hinter diesem Tuch kann auch jemand stehen, hier ein Alien, symbolisiert die Sirene. Ups, ja, der Surfer fällt gleich um. Sodass man quasi die Sirene hinter in einer Wellenwand sieht. Und das hat sehr schön funktioniert in der Aufführung. Das kann man auf dem YouTube-Video auch sehen. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert, worum es ging bei Wellenreiter. Das hat ganz viel im Ozean gespielt. Was, genau. Ganz kurz zusammengefasst, worum geht es in dem Stück? Was ist da die Handlung? Also, es sind zwei Surferfreunde, die gehen surfen, nachdem München und Garching im Meer versunken ist aufgrund des Klimawandels. So, dass eben sie jetzt an einer Stelle surfen, wo früher vielleicht eine Stadt war und jetzt ist das der Ort, wo die Sirenen wohnen. Und die Sirenen müssen einer Obersirene dienen und dafür immer wieder Tribute entführen. Das Ganze geht zurück auf eine Prophezeiung, wo eben ein bestimmter Wellenreiter die Welt retten soll. Und wie das so ist, natürlich verliebt sich die Sirene in den Surfer und der Surfer wird zu der oberbösen Sirene geschleppt, erfüllt aber nicht die Prophezeiung, alles geht schlimm daneben. Man denkt, das geht nie mehr gut aus, aber ganz am Ende stellt sich dann eben raus, dass der beste Freund von ihm eigentlich der Retter der Welt war. Und was hast du dann alles gemacht bei diesem Cynical? Was stammt da alles aus deiner Feder sozusagen? Aus meiner Hand kommt die Idee für die Geschichte, die Musik, die Kostümentwürfe und die Regie. Und ich habe eine Rolle gespielt. Ich glaube, jetzt habe ich nichts vergessen. Ja. Welche Rolle hast du gespielt? Die Luciana, die Oberböse natürlich. Die Böse. Ich kann vielleicht mal so ein bisschen die Kostüme zeigen. Oh, super gerne. Also einmal hatten wir natürlich die Sirenen. Ja. Das sind dann solche Kostüme. Die Sirenen, die lebten in dieser Tiefe natürlich in Symbiose mit lebenden Kraken. Denn die Kraken hatten die Möglichkeit, schwarze Tinte zu spucken und sie damit zu tarnen. Dieses Kostüm zum Beispiel, das haben die Sirenendarstellerinnen dann auch selber genäht, war verflucht kompliziert, weil man so viele verschiedene Krakenarme da reinnähen musste. Ich habe hier mal das echte Kostüm. Also hier ist der Krakenkopf. Wir mussten ihn dann hinterher wieder ein bisschen runter machen, weil sonst die Darsteller, die hinter den Mädels standen, die wurden gar nicht mehr gesehen. Das war ein bisschen blöd. Das hatte ich vorher nicht bedacht. Deswegen ist der Krakenkopf jetzt ein bisschen kleiner, aber man sieht die ganzen Fangarme. Hier die ganzen Saugnäpfe, die möchte ich unbedingt zeigen, weil oh, die waren so wahnsinnig viel Arbeit. Das glaube ich. Ja, und diese Sirenen haben eben dann die Surfer gekidnappt. Und die wurden dann erstmal in dem Korallenriff, in dem die Sirenen gelebt haben, ein bisschen rumgeführt. Dabei haben sie auch die heiligen Wesen kennengelernt. Das waren die Quallen.
Das Quallenkostüm ist auch ein sehr schönes Kostüm, aber auch sehr schwierig, dieses Auf und Ab in diesem großen, volumigen Hut hinzubekommen. Ja. Die richtige Federkraft für diese Stäbchen da auszusuchen, das hat ein bisschen Arbeit gekostet, ist aber auch schön im Video dann zu sehen, wie das gut funktioniert hat. Und dann werden sie von die beiden Surfer von der bösen Maxima in die Tiefe gelockt und dort von der oberbösen Luciana dann. Das bist du. Das bin ich, genau. Ein 4 Meter langes Kostüm, kann ich jetzt nicht mehr auf den Küchentisch legen. In die Tiefe gelockt und bekämpft. Und der Mario scheint scheinbar auch dabei zu sterben. Also ist hochdramatisch. Christiane, wir sehen jetzt noch einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Wellenreiter, damit man sich mal ein bisschen was drunter vorstellen kann, wie das Ganze dann aussieht, wenn es fertig ist. Und du hast aber auch schon ein neues Stück in den Startlöchern. Darüber sprechen wir dann nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück zu den Heimatgeschichten. Wir sind immer noch bei der Christiane und sprechen jetzt über dein neues Cynical, das jetzt gerade in der Mache ist, Herzstillstand. Worum geht's in dem Stück? Ja, bei Wellenreiter hatten wir ja thematisiert die Verschmutzung der Meere und den Klimawandel. Und bei Herzstillstand geht es jetzt um künstliche Intelligenz und was das auf uns, was das mit uns macht. Mhm. Als Beispiel habe ich hier gewählt eine Musikgruppe, die durch Investoren betreut wird, die natürlich möglichst viel Geld aus dieser Musikgruppe herauspressen möchten. Und um besonders viel Geld zu erwirtschaften, hat die künstliche Intelligenz das soziale Netz durchgearbeitet und erkannt, man braucht schöne Leute, gute Musik, ein paar Leichen und etwas Greenwashing. Und genau das wird eben gemacht. Die Investoren entwickeln eine Herzstillstand-Show, deswegen auch der Name. Und die Musiker werden auf der Bühne live zu Tode gebracht, indem das Herz stehen bleibt, nur für ein paar Sekunden. Aber wie das bei solchen Shows ist, es könnte eben auch was schiefgehen und genau das passiert. Wie weit seid ihr da jetzt mit dem Stück gerade? Was ist so der Stand der Dinge? Was kann man schon sehen? Was man sehen kann, sind natürlich schon eine Menge Kostüme, wie zum Beispiel das eine Showkostüm dieser Band, mit der sie einen Tanz aufführen, der heißt Who Am I? Und dabei geht es eben auch um das Verlieren des Selbst, wenn man viel in den sozialen Medien unterwegs ist. Wie muss ich sein, damit andere mich toll finden? Das ist so ein Thema in dem Stück. Deswegen auch das Gesicht in viele Richtungen. Ich bin gar nicht mehr nur ein Gesicht, ich muss ja in alle Richtungen toll aussehen und das ist in dem Stück, kommt das drin vor. Dann haben wir die Geschichte weitergesponnen, wenn die Künstler dann gestorben sind, werden sie, um noch weiter Geld aus ihnen zu pressen, nicht einfach beerdigt, sondern werden eingefroren. Okay. Damit die Leute sie eben nicht vergessen und man immer wieder nochmal die Musik hört und immer nochmal wieder Geld gemacht wird. Und dieses Einfrieren dauert ungefähr 200 Jahre und dann werden diese Künstler tatsächlich wieder aufgeweckt in sogenannten Exoskeletten, denn der Körper hat 200 Jahre Tiefkühlzustand nicht so gut überstanden. Auf jeden Fall schaffen es aber trotzdem die Musiker, sich eben aus den Fängen dieser künstlichen Intelligenz, die sie wieder ins Leben gerufen hat, zu retten, indem sie einfach so verrückt sind, dass selbst eine künstliche Intelligenz da nicht folgen kann. Und so ist das ganze Stück eben auch gedacht, zu zeigen, was macht die künstliche Intelligenz? Im Endeffekt ist es ja eine Methode, um besonders viel Geld zu machen. Und was kann der Mensch dem eigentlich noch entgegensetzen? Natürlich besonders viel Mensch sein. Ich sehe da noch was ganz Großes. Gehört es auch mit ja, zu den Kostümen? Ja, das ist
Die künstliche Intelligenz wird natürlich auf der Bühne auch dargestellt mit etwas Überlegenem. Okay. Und das heißt, es sieht zwar aus wie ein Mensch, aber es kann auch fliegen. Ist sozusagen ein. Darf ich da mal reinschlüpfen? Ja, das ist jetzt ein Flügel von einem der Krähen, so werden sie in einem Stück genannt. Cool. Und damit haben wir schon Videos in der Turnhalle gedreht und das schneiden wir dann auf die Bühnenprojektion rein, dass dann auch wirklich geflogen wird im Theater. Und davon habt ihr mehrere? Davon haben wir jetzt. Da braucht man ganz schön viel Platz. Ja, also mehr als zwei von denen kriegen wir auch nicht auf die Bühne, deswegen haben wir nur zwei. Aber bei dem Video haben wir sehr viele Filme gemacht, von sehr vielen Krähen, sodass wir auch einen ganzen Schwarm dann hinterher in der Projektion haben. Das ist natürlich wieder der Vorteil von der Projektionstechnik. Ja, genau. Man kann vervielfältigen, man kann viel machen. Auf jeden Fall gibt es auch einen großen, schönen Showdown. Also, wie wir ja wissen, verträgt Elektronik Feuchtigkeit nicht so gut, aber auch nicht gut Hitze. Ja, deswegen müssen die ganzen Rechner so stark gekühlt werden. Und genau das ist die Waffe gegen die Elektronik, die in dem Stück von den einfachen Menschen angewendet werden. Sie zünden Feuer an. Und dieses Feuer ist natürlich möglichst spektakulär in der Projektion. Und da haben wir halt Unterstützung von der Faszination Feuershow aus München, die uns da unterstützt. Und das haben wir jetzt abgefilmt. Und das sieht schon, wenn man das in der Turnhalle ausprobiert, das Feuer auf ein Tuch zu werfen, ist einfach wirklich, ja, wird dem Wellenreiter nichts nachstehen, da bin ich ganz sicher. Also ein sehr schöner Effekt. Wann und wo kann man dieses Stück sehen? Werden sich jetzt bestimmt viele daheim fragen, weil wir haben sie jetzt schon auf die Folter gespannt so ein bisschen. Was ist so der Plan? Wann soll es alles fertig sein? Also das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir Leute suchen, die Lust haben, Darsteller zu sein. Und da haben wir jetzt ein Casting im Januar und werden auch im Sommer noch ein Casting machen. Aber jeder, der Lust hat, bei uns mitzumachen, sollte einfach mal auf der Homepage unseres Vereins gucken. Und wenn das alles so läuft wie geplant, dann haben wir unsere Uraufführung im April 2025. Also in einem guten Jahr. Oh Gott, fast nur noch ein Jahr. Okay, kleiner Panikanfall. Aber dann gibt es das wirklich zu sehen. Toll. Vielen lieben Dank, Christiane, fürs Zeigen. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Ich werde im Publikum sitzen. Ja, das wunderbar. Verspreche ich dir schon mal. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf das Stück. Ihnen daheim sage ich danke fürs Einschalten und bis morgen in den Heimatgeschichten. Servus.